Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Hanzo. Und ja, in dieser Folge werden wir unsere Stadt ein wenig erweitern und gucken, was so passiert. Und ja, ich glaube, ich hole mir noch besseren Stuff. Ne, Velo? Okay, perfekt. So, Bello, kommst du mit? Okay, wir gehen jetzt ein bisschen erkunden. So. Da ist was. Wait, was ist das? Kennen wir die Person? Okay. Wer ist das hier? Moin! Was machst du denn hier? Ich habe mich verlaufen und habe hier ein kleines Zelt aufgeschlagen, damit ich Schuss vom Regen habe. Junge, hä? Du warst erkunden. Du warst Jahre weg. Ja, ich habe mich verlaufen. Und du bist neben unserer Stadt. Was? Ja, da wohne ich. Die Stadt? Zeig mal. Ja, nee. Du kommst jetzt mit. Dir zeige ich jetzt die Stadt, okay? So. Also als erstes, hier wohnt Nexus. Okay, den kenn ich da noch gar nicht. Am besten gehst du einfach nicht rein, weil ich weiß nicht, der ist ein bisschen besonders. Ich vertraue ihm eh noch nicht so ganz, aber egal. Oh. Genau, das ist mein Hund, wie du eventuell gemerkt hast. Der ist, wie soll ich sagen, besonders. Ja, ich merke, der kann ja irgendwelche Sachen verteilen. Er hat zum Beispiel einen Unotanion-Block letztens gedroppt, das stärkste Erz, was es gibt. Und er hat es gegessen. Ach so, ja, das habe ich auch gefunden. Ja, merkt man. Und er hat den Block einfach gegessen. Cool. Okay. Dann gehen wir zu unserem alten Haus. Ich weiß, ob du dich dran erinnerst, aber hier. Ah ja, ein bisschen erinnere ich mich. Genau, hier oben war dein Haus. Hier hast du ein bisschen gebaut, aber wirklich nicht wirklich viel. Ja, ich. Bello hat dir übrigens hier ein Stück Zucker da gelassen. Oh. Ist er wieder Bello gekommen? Ich weiß auch nicht, was mit Bello gerade ist. Ja, also. Okay, und ich würde sagen, da ich ja nicht so guten Stuff habe wie du. Gehen wir eine Runde erkunden. Kommst du mit? Hast du doch noch einen Verzauberungstisch? Ob ich einen Verzauberungstisch habe? Nee, leider nicht. Okay. Kurze Frage, kennst du den Händler schon? Nein. Okay, lass mal zum Händler. Okay, hier sind wir. Hier sind wir beim Händler. Er fragt nicht, er baut sehr, sehr, sehr komische Sachen. Ja, ich merke sie gleich hier ganz gut aus. Ja, ein Schiff auf einem Haus, also. Oh. Danke. Okay, wir gehen einfach mal rein. Vielleicht ist er ja da. So, du kannst auch traden, wenn du willst. Wait. Oh. Bin auf Wer ist das denn? Er ist auf Geschäftsreise. Hello, Crate Games. Hello, Platin. Oh. Also, hier ist übrigens ein Verzauberungstipp. Hast du vielleicht Lapis für mich? Lapis? Lapis. Du kannst den Hund fragen, der hat irgendwie alles, aber manchmal ist er störrisch. Stur. Hast du Lapis? Oh, guck mal! Er droppt Lapis. Oh, nice! Dankeschön, Hund. Okay. Okay, also er ist auf Geschäftsreise. Schade. Hast du auch für mich Lapis? Ja. Aber wieder, ich frag grad den Hund. Achso, ich habe aber auch die Wissen gegeben. Oha, Ehre. So, dann mache ich kurz ein bisschen Stuff auf meine Tools. Der Händler hat mir übrigens ganz am Anfang ein bisschen geholfen, der hat mir einfach so random Stuff geschenkt und so. Ja, ich merke, so ist ja eine interessante Sache. Ja, nicht sowas, aber er hat mir zum Beispiel diese Picke hier damals gedroppt und die ist bis heute noch gut. Schwert und so hat er mir auch gegeben. Ach, und diesen Advanced Hanglider hat er mir auch verkauft. Der war ziemlich gut. Oh, ja, okay. Ich sollte hier nicht rein, oder? Nein, wir gehen hier raus. Nein, das ist sein Privatstück hier. Warte, ich mach mal hier so. Wundervoll. Junge, was ist? Nein, nicht essen. Spuck das aus. Nein, oh mein Gott. Was ist das denn? Guck einfach, was es ist. Oh,
Ich glaube, das sollte er nicht essen. Ja, der sollte... Ich ersetze jetzt alles, was er kaputt macht, hier einfach mit Slaps. Mit Stairs meine ich. Okay, dann lass gehen. Komm. Dann würde ich sagen, gehen wir von hier aus noch unter erkunden. Hello, Quiet Games. Dann gehen wir von hier aus einfach erkunden. Weil hier sind wir ein bisschen weiter weg von zu Hause. Und Bello kommt mit uns. Let's go. Er schießt Äpfel auf dich. Und Feuerbello schießt er auch gerne. Oh, damit der hat damit übrigens unseren Wald ein bisschen angefackelt vom Haus. Den gibt's jetzt nicht mehr. Ach so. Ja. Schade. Ja, das dachte ich mir auch. So, vielleicht finden wir irgendwas, wer weiß. Experte. Da unten ist das doch. Ich brauche einen neuen. Oh mein Gott. Okay, der Hund mag es scheinbar Sachen explodieren zu lassen. Schon wieder. Glaub ich auch. Lass mal in den Wald gehen. Wo bist du? Hier vorne. Lass hier links in den Wald gehen. Okay, perfekt. Jo, okay, Bello, ich weiß, du magst Explosionen, aber vielleicht jetzt nicht. Okay? Okay. Ja, das war eine Message, wir machen einfach weiter. Okay. Mit dem Hund kannst du halt nicht reden, so das ist das Problem. Also der macht halt einfach, weißt du? Okay. Mhm. Muss ich dir noch beibringen, glaube ich. Okay, fliegst du mit mir nach dort drüben? Ja. Der Hund kann übrigens auch fliegen, aber auf eine sehr komische Art und Weise. Der hat keinen Hangglider, ich weiß auch nicht, was der macht. Sind wir gerade im Kreis gelaufen? Kann sein, ja, also ich sehe da vorne. Na. Dann aber gehen wir jetzt hier rechts. Komm. Ah, Leute, wir sind im Kreis gelaufen. Dann komm nach rechts hier. Wo kommst du? Da bist du. Ich warte hier auf dem Baum. Da ist ein Pet im Tree, darf ich das mitnehmen? Ja, natürlich. Ich hab noch kein einziges. Das wird mein allererstes Haustier sein. Obwohl du travelst, okay. So, wo bist du gerade? Ein Schweinchen. Wo bist du gerade? Bei der Explosion. Okay, warte, ich seh's. Ah, hi. Hab ein Schweinchen, bei was denkst du mir? Okay, dann wo komm mit. Bundeswehrstruktur? Digga, es ist so dunkel, ich seh fast nichts. Okay, Bello, verstanden. Warte, ich geh mal kurz zurück, warte. Oh, okay. Nexus, was machst du hier? Ich bin blind. Komm mal her. Maxim, wo bist du? Maxim, komm her. Bello? Was passiert gerade? Oh mein Gott, da war gerade Nexus, ich muss ihn killen. Der hat mich... Okay, das ist zu 100% eine Falle. Der war eh immer irgendwie... bisschen komisch. Wo bin ich? Junge, warum bin ich so lang blind? Nexus. Bello, meine ich. Was passiert gerade? Oh, ich muss gucken. Wo sind sie? Die waren hier gerade. Shit. Sind die hier? Ey, sag mir nicht, die sind beide weg. Junge, ich hab grad... Oh mein Gott. Ich hab ihn grad wiedergefunden, ne? Er war grad erst wieder da. Okay, und Nexus ist offensichtlich ein Verräter. Okay. Bello, dann gehen wir kurz. Kommst du mit nach Hause? Wir gehen jetzt nach Hause. Okay. Zu Hause? Okay, ich bin zu Hause. Bello, okay. Ist Maxim hier oben? Warte, kannst du nicht schnüffeln? Was ist? Du kannst auch Maxim schnüffeln. Warte, ich mach die Tür auf für dich. Sag mir nicht, er schnüffelt was. Okay, er sucht gerade was. So. Okay, Bello. Das ist eine Blume. Okay, es geht doch weiter. Ich dachte, das wäre eine Blume. Das ist auch... Oh, okay. Da rein.
Da, okay. Er hat die Tür einfach gegessen. Okay, verstanden. Ist da was? Oh mein. Bello, du bist der Beste. Oh mein Gott, wir haben da was gefunden. Was ist das? Bello, das bist du. Bello, das bist du. Und du mit roten Augen. Ja. Ist irgendwas dahinter? Bello, ich hab ja was gefunden. Komm her. Ist hier sonst noch irgendwas? War ich da vielleicht? Nee. Okay, hier ist ein geheimer Raum. Operation Entführung. Bericht erstatten. Bello. Okay, ich... Achso. Okay, ich hätte hier früher runtergehen sollen. Schnüffelst du noch was? Oh mein Gott, ist da irgendwas? Okay. Was ist das hier? Wait, war es so eine Art Fluchtplan oder so? Ja. Okay, Maxim ist weg, Nexus ist weg, er ist ein Betrüger gewesen und wir müssen ihn befreien. Bello, dann würde ich sagen, komm hoch, wir beenden für heute die Folge. Okay, dann müssen wir nächste Folge gucken, was wir tun. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das doch Kanal hat, dann lasst doch gerne ein Like da und lasst ein Abo da, um nichts weiteres zu verpassen. Aktiviert die Glocke, um ganz sicher nichts mehr zu verpassen. Und ich hoffe mal, wir finden Maxim bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao!